Liebe Freundinnen und Freunde der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, herzlich willkommen zur Präsentation meines Buchs Das Gesicht Europas – Die Vielfalt unserer Landschaften. Vielleicht kennen manche von Ihnen mein 2017 erschienenes Buch Das Gesicht Deutschlands – Unsere Landschaften und ihre Geschichte. Aus dem Untertitel geht bereits hervor, dass bei diesem Buch die Landschaftsgeschichte im Vordergrund steht. Die Kernthese: Fast alle Landschaften in Deutschland und in Mitteleuropa sind vom Menschen geschaffene und genutzte Kulturlandschaften. Und diese kann man ohne ihre Geschichte zu kennen nicht wirklich verstehen. Ein Buch über ganz Europa kann die Landschaftsgeschichte nicht adäquat behandeln. Daher stehen hier die Landschaften als Lebensräume für Tiere und Pflanzen im Zentrum. Der Schwerpunkt ist also die Ökologie. Auch im gesamten Europa gibt es wie in Mitteleuropa kaum mehr Wildnis. Und dennoch ist die Vielfalt unserer europäischen Landschaften enorm. Der Mensch hat durch sein Eingreifen diese Vielfalt sogar zunächst erhöht. Auch davon, dass diese Vielfalt in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgeht, handelt dieses Buch. Hier sehen Sie eine topografische Karte von Europa. Die grünen Flächen stellen die Ebenen dar, die braunen die Gebirge. Je höher die Gebirge sind, desto dunkler wird das Braun. Von den Ebenen möchte ich nur die gigantisch große osteuropäische Tiefebene erwähnen, von den Gebirgen die Alpen, den Ural als Ostgrenze Europas und den Kaukasus als Südostgrenze. Auf dieser Karte ist die Großgliederung Europas dargestellt nach dem Vorschlag des Ständigen Ausschusses für geografische Namen. Europa wird dabei unterteilt in Nordeuropa, Osteuropa, Südosteuropa, Südeuropa, Westeuropa und Mitteleuropa. Auffällig bei dieser Gliederung ist, dass das Baltikum zu Mitteleuropa gezählt wird. Bei anderen Unterteilungen gehört es teilweise zu Osteuropa, teilweise zu Nordeuropa. Dass die Zuordnung zu Mitteleuropa gerechtfertigt ist, sehen wir gleich. Dieses Bild zeigt nämlich den geografischen Mittelpunkt Europas, wie er vom Nationalen Französischen Geografischen Institut errechnet wurde. Er liegt nördlich der litauischen Hauptstadt Vilnius, also im Baltikum. Der Mittelpunkt hängt allerdings davon ab, wo man die Grenzen Europas setzt. Und das ist alles andere als einheitlich, wie man an den unterschiedlichen Versionen der Südostgrenze sieht. In Frankreich und den englischsprachigen Ländern wird der Kaukasus-Hauptkamm als südöstliche Grenze Europas definiert und daraus resultiert der eben erwähnte Mittelpunkt. Hier ein Bild des Kaukasus an der georgisch-russischen Grenze mit dem Doppelgipfel des über 4700 Meter hohen Uschbach. Der südlichste Punkt Europas liegt auf der griechischen Insel Gafdos. Der südlichste Punkt des europäischen Festlands liegt bei Tarifa in Südspanien an der Straße von Gibraltar, hier auf dem Bild zu sehen. Die Berge im Hintergrund befinden sich in Marokko und damit in Afrika. Nun kommen wir zum Kernthema des Buchs, der unbestritten großen Vielfalt der europäischen Landschaften. Wodurch ist diese Vielfalt bedingt? Während der Erdgeschichte wurde Europa vielfach umgestaltet. Große Veränderungen gab es noch nach dem Ende der letzten Kaltzeit. Die imposantesten Zeugnisse der Landschaftsentwicklung sind sicherlich die Gebirge, die zu unterschiedlichen Zeiten durch die Kollision von Kontinentalplatten aufgefaltet wurden. Auch auf diesem Bild sieht man die Wirkung der Plattentektonik. Die Spalte im Vordergrund trennt die eurasische von der nordamerikanischen Kontinentalplatte. Das Bild stammt aus Island, wo solche Spaltenbildungen das ganze Land durchziehen. Neben der Geologie spielt das Klima die größte Rolle bei der unterschiedlichen Ausprägung der Vegetation Europas. In den Kulturlandschaften ist aber auch der Einfluss des Menschen ein entscheidender Faktor. Auf einer mehrmals im Jahr gemähten Wiese wachsen andere Pflanzen als auf einem Acker oder in einem Weinberg.
Hier auf dem Bild sehen Sie das durch menschliche Nutzung geprägte Vegetationsmosaik am Rand eines Weinbergs in meiner Heimatstadt Kenzingen nördlich von Freiburg im Breisgau. Im Buch werden verschiedene Begriffe aus der Ökologie erläutert wie Biotop, Biozönose und Ökosystem. Den Übergangsbereich zwischen zwei Ökosystemen nennt man Ökoton. In diesen Übergangsbereichen finden sich in der Regel mehr Tier- und Pflanzenarten als in den angrenzenden Ökosystemen. Das wird als Randlinieneffekt bezeichnet. Ökotone können natürlich auftreten, zum Beispiel am Ufer eines Sees oder an der alpinen Waldgrenze. Sie können aber auch auf den Einfluss des Menschen zurückgehen, wie der Waldrand hier auf dem Bild. Zur ökologischen Zonierung Europas werden in meinem Buch die biogeografischen Regionen verwendet. In Europa gibt es 10 biogeografische Regionen, die durch unterschiedliches Klima und verschiedene Lebensräume gekennzeichnet sind. Im hohen Norden die arktische Region mit Eiswüsten und Tundren, südlich daran angrenzend die boreale Region mit den Nadelwäldern der Taiga, im meeresfernen Zentraleuropa die kontinentale Region, im Süden an der Mittelmeerküste die mediterrane Region, an den Nordküsten von Schwarzem und Kaspischem Meer die Steppenregion, im küstennahen Westeuropa die atlantische Region. Die Hochgebirge werden als eigene Region ausgewiesen, die alpine Region. Die drei übrigen Regionen, Pannonische Region, Schwarzmeerregion und Makaronesische Region, sind recht klein und sollen hier nicht näher betrachtet werden. Nach dieser Einführung kommen wir zum zweiten zentralen Teil des Buchs mit dem Titel Landschaften und Lebensräume. Dabei werden die europäischen Landschaften im Wesentlichen nach ökologischen Kriterien gegliedert: Wald, Wasser, Wüste, Grasland, Kulturland, Bergland. Die Wälder Europas sind gegenüber denen anderer Kontinente relativ artenarm, vor allem arm an Baumarten. Dies hängt damit zusammen, dass in Europa Querbarrieren wie die Alpen oder der Kaukasus die Wanderung von Süd nach Nord erschweren, während dies zum Beispiel in Nordamerika nicht der Fall ist. Im überwiegenden Teil Europas würde von Natur aus die Rotbuche, meist einfach nur Buche genannt, dominieren. Sie wurde durch den Menschen oft durch schneller wachsende Baumarten wie die Fichte oder Kiefer ersetzt. Buchenurwälder gibt es nur noch wenige. Die meisten von ihnen wurden durch die UNESCO als Weltnaturerbe geschützt, wie der rumänische Wald auf diesem Bild. Während in Mitteleuropa von Natur aus relativ wenige Nadelbäume in den Wäldern vorkommen würden, nehmen sie nach Norden hin deutlich zu, bis sich schließlich in Nordeuropa relativ einförmige boreale Nadelwälder breitmachen, auch Taiga genannt. Das Bild stammt aus einem Nationalpark in Schweden. Eine typische Vogelart des borealen Nadelwaldes ist das Auerhuhn. In Mitteleuropa gibt es noch Restbestände im Bergland, zum Beispiel im Schwarzwald, wo es aber stark rückläufig ist. Auch im Mittelmeergebiet gab es früher ausgedehnte Wälder, die aber bereits in der Römerzeit stark dezimiert wurden. Die Bäume haben dort als Schutz gegen die sommerliche Trockenheit oft harte, ledrige Blätter wie diese Steineiche. Im Wald, da sind die Räuber, heißt ein Kapitel meines Buchs. In allen Wäldern gibt es Raubtiere, die manchmal auch als Beutegreifer bezeichnet werden. Die großen Raubtiere Bär, Wolf und Luchs sind aber in Mitteleuropa ausgerottet worden, bevor sie nun nach und nach zurückkehren. Nicht zur Freude aller. Das größte europäische Raubtier ist der Braunbär, der in Deutschland nach dem Abschuss des Problembären Bruno nicht mehr wildlebend vorkommt. Auch dieses Bild ist aus einem Zoo. Der Wolf breitet sich zunehmend wieder in Mitteleuropa aus und stößt dabei oft auf große Ablehnung, vor allem bei den Haltern von Nutztieren. Wesentlich beliebter ist der Luchs, der sich als Katze mit Pinselohren weniger als Feindbild eignet.
Beim Thema Wasser behandle ich die Landschaften und Lebensräume, die vom Wasser geprägt sind. Dazu gehören neben den Gewässern zum Beispiel auch die Moore. Zunächst zu den Bächen und Flüssen. Was als Bergbach beginnt, wie hier auf dem Bild, wird schließlich zum Fluss. Der europäischste aller Flüsse ist sicherlich die Donau. Sie durchfließt oder berührt 10 Länder, so viel wie kein anderer Fluss der Erde. Auf dem Bild sehen Sie das sogenannte Eiserne Tor an der rumänisch-serbischen Grenze. Die Donau ist mit 2845 Kilometern jedoch nur der zweitlängste Fluss Europas. Noch länger ist die Wolga mit 3530 Kilometern. Hier auf dieser Karte sehen Sie die europäischen Hauptwasserscheiden, welche die Wassereinzugsgebiete der großen Flüsse begrenzen. Nach den Fließgewässern kommen wir nun zu den Stillgewässern, die über Weiher, Tümpel, Teiche bis zu den Seen reichen. Als Beispiele zeige ich hier einen See in der Masurischen Seenplatte in Polen und den Skutari-See, den größten See des Balkans an der Grenze von Montenegro und Albanien. Natürliche Stillgewässer eignen sich hervorragend für eine Betrachtung als Ökosystem. Ein mitteleuropäischer See kann in mehrere Zonen gegliedert werden, wie hier auf diesem Bild zu sehen. Da gibt es auf der einen Seite die Freiwasserzone, auf der anderen die Bodenzone. Die Bodenzone wiederum kann unterteilt werden in die Tiefenzone und die Uferzone. Letztere wiederum in Bruchwaldzone, Großseckenzone, Röhrichtzone, Schwimmblattzone, Tauchblattzone und Characeenzone. Characeen sind spezielle Algen. Man kann einen ganzen See als Ökosystem betrachten, das gilt aber auch für jede einzelne der genannten Zonen. Als Beispiel habe ich in meinem Buch die Röhrichtzone näher betrachtet, die zwar recht wenige Pflanzenarten aufweist, auf den ersten Blick sieht man oft nur Schilf, dafür aber umso mehr Tierarten als Lebensraum dient. Vor allem gibt es viele Vogelarten, die im Schilf leben, allen voran die Rohrsänger, deren Name vom Schilfrohr stammt. Der Drosselrohrsänger ist zwar in Mitteleuropa relativ selten, wenn er allerdings da ist, fällt er sofort durch seinen durchdringenden Gesang auf. Reiher gehen oft am Rand der Röhrichtzone auf Jagd. Am stärksten daran gebunden ist der Purpurreiher. Das größte Schilfgebiet der Erde ist das Donaudelta im Mündungsbereich der Donau in das Schwarze Meer. Es weist rund 1800 Quadratkilometer Schilffläche auf. Die Nahrungskette der unterschiedlichen Ökosysteme reicht vom Plankton über Insekten bis hin zu Amphibien und Fischen, die wiederum von Vögeln gejagt werden. Als Beispiel der artenreichen Vogelwelt sehen Sie hier den rosa Pelikan. Moore sind ständig wassergesättigt, daher ist der Moorboden sauerstoffarm, was den vollständigen Abbau der pflanzlichen Reste verhindert. Diese werden als Torf abgelagert. Europa gehört zu den moorreichen Regionen der Erde. Ausgedehnte Moore gibt es vor allem in Skandinavien, im nördlichen Russland und im Baltikum. Auf dem Bild ein Moor in Lettland mit einem Durchmesser von mehr als 10 Kilometern. Da Moore sehr nährstoffarm sind, müssen sich die Pflanzen etwas einfallen lassen, um ihren Nährstoffbedarf zu decken. Der Sonnentau zum Beispiel fängt mit seinen Klebedrüsen auf den Blättern kleine Insekten. Kommen wir nun zu den Meeren. Und da hat Deutschland und die angrenzenden Länder, die Niederlande und Dänemark, einen einzigartigen Lebensraum aufzuweisen. Das Wattenmeer. Seit 2014 ist das gesamte Wattenmeer als UNESCO-Weltnaturerbe gesichert. Insgesamt ein Gebiet von 11.500 Quadratkilometern. Das Wattenmeer ist eine sehr junge Landschaft,
deren Entwicklung in der letzten Kaltzeit begann und heute noch weitergeht. In dieser Kampfzone zwischen Land und Meer wird die Landschaft ständig neu geformt. 10 bis 12 Millionen Vögel sind auf ihrer Durchreise von ihren nordischen Brutgebieten zu den südlichen Überwinterungsgebieten auf das Wattenmeer angewiesen. Hier auf dem Bild sehen Sie das Wattenmeer bei Dagebüll in Schleswig-Holstein, im Hintergrund die Hallig Oland. Die Basis des Ökosystems Wattenmeer bilden die Small Five aus Wattwurm, Herzmuschel, Nordseegarnele, Wattschnecke und Strandkrabbe. Hier auf dem Bild der Wattwurm, den man ausgraben muss, um ihn zu Gesicht zu bekommen. Man erkennt ihn oberirdisch an den Schlickhäufchen, die er ausscheidet. Die Kegelrobbe ist neben dem Seehund die zweite an deutschen Küsten verbreitete Robbenart und außerdem nach der Ausrottung des Braunbären das größte in Deutschland freilebend vorkommende Raubtier. Sie ist bis zu 300 Kilogramm schwer und 2,5 Meter lang. Nachdem die Kegelrobbe durch Bejagung fast verschwunden war, hat sie erfreulicherweise in letzter Zeit wieder zugenommen. Wale werden in der Regel kaum mit Europa in Verbindung gebracht, allenfalls mit entlegenen Regionen wie Island oder den Azoren. Dabei kann man auch in Mittel- und Südeuropa Wale beobachten, wenn auch meist nicht die großen und spektakulären Arten. Bis Ende der 1990er Jahre war es noch weitgehend unbekannt, dass sich in der Straße von Gibraltar zahlreiche Wale und Delfine aufhalten, wie der Grindwal hier auf dem Bild. Als erste wurde die Schweizerin Katharina Heyer darauf aufmerksam und gründete 1998 eine Stiftung mit dem Zweck der Information und Forschung zum Schutz der Meeressäuger. Von Tarifa aus, der südlichsten Stadt des europäischen Festlands, führt die Stiftung ihre Forschungen durch und bietet interessierten Laien Whale-Watching-Ausfahrten und Beobachtungswochen an. Ich selbst war im vergangenen Jahr bei einer Ausfahrt dabei und hatte das seltene Erlebnis eines springenden Grindwals. Auch in Deutschland kann man Wale beobachten, wenn auch sehr kleine. Mit einer Körperlänge von bis zu 1,80 Meter ist der Schweinswal der kleinste Wal in europäischen Gewässern. Im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer besteht im Frühjahr die beste Gelegenheit zum Whale-Watching. Wenn man von Wüsten spricht, bringt man diese nicht unbedingt mit Europa in Verbindung. Es gibt jedoch in Europa wüstenähnliche, sehr trockene und vegetationsarme Gebiete, wie die auf dem Bild zu sehende Wüste von Tabernas bei Almeria in Südspanien. Sanddünen bringt man oft mit Wüsten in Zusammenhang. In Europa finden sie sich jedoch überwiegend an Küsten, so wie diese Düne im litauischen Teil der Kurischen Nehrung mit einer Höhe von etwas über 50 Metern. Als höchste Düne Europas gilt gewöhnlich die Dune du Pilat an der französischen Atlantikküste mit ihren 110 Metern. Über doppelt so hoch ist jedoch die Düne von Sarykum am Kaspischen Meer in Südrussland mit über 260 Metern. Gebiete im Übergang von der Tundra zu den polaren Eiswüsten mit weniger als 10% Vegetationsbedeckung bezeichnet man als Kältewüsten. Hier ein Bild aus Island. Felsen und Gesteinshalden weisen ebenfalls wüstenähnliche Bedingungen auf, sodass nur wenige Pflanzen auf ihnen wachsen können. Als Beispiele sehen Sie Granitblöcke in der spanischen Extremadura, auf denen Weißstörche brüten, und eine Blockhalde im Biosphärengebiet Schwarzwald. Eine Landschaft in Slowenien ist namensgebend für das geologische Phänomen Karst. Eine Karstlandschaft entsteht dadurch, dass Kalkgestein durch die Kohlensäure des Regenwassers gelöst wird und das Wasser ins Erdinnere eindringt, wo ein verzweigtes Netz unterirdischer Flüsse und Höhlen entsteht. So entstehen auch die sogenannten Karren oder Schratten, auf dem Bild die Schrattenfluh im Biosphärenreservat Entlebuch bei Luzern in der Schweiz.
Als Beispiel für eine Tropfsteinhöhle hier die Höhle von Skoczjan in Slowenien, von der UNESCO als Weltnaturerbe ausgewiesen. Neben Höhlen sind sogenannte Karstpoljen das faszinierendste Phänomen einer Karstlandschaft. Das sind von Bergen umgebene Ebenen, die durch Lösung des Kalkgesteins langsam in die Breite wachsen. Die Wasserläufe werden durch unterirdische Quellen gespeist und bei hohen Niederschlägen im Winterhalbjahr oft überschwemmt. Ein beeindruckendes Beispiel hierfür ist der Czernisko-Jezero oder Zirknitzer See unweit der eben gezeigten Höhle. Das größte regelmäßig überschwemmte Karstpolje der Welt ist mit über 400 Quadratkilometer das Livanjsko-Polje in Bosnien. Im deutschen Sprachraum werden landwirtschaftlich genutzte Flächen, auf denen Gräser vorherrschen, als Grünland bezeichnet. Ohne die menschliche Nutzung würde hier aber in aller Regel Wald wachsen. Bezieht man die von Gräsern dominierten natürlichen Flächen mit ein, spricht man international von Grasland. Natürliches Grasland gibt es in Regionen, in denen weniger als 400 mm Niederschlag im Jahresdurchschnitt fallen. Dies trifft vor allem für den europäischen Teil der großen eurasischen Steppe zu, die sich vom Burgenland in Österreich über die ungarische Pusta entlang der Nordküsten von Schwarzem und Kaspischem Meer bis in die östliche Mongolei erstreckt. Hier ein Bild aus der rumänischen Dobrudscha. Unter den Nagetieren ist der Ziesel ein typisches Steppentier, dessen Verbreitung von Österreich bis in die Mongolei reicht. Ein typischer Vogel der Steppen ist die Großtrappe, einer der größten flugfähigen Vögel der Erde. In Mittel- und Südeuropa gibt es kaum mehr Naturlandschaften. Der weit überwiegende Teil der Fläche ist Kulturland. Doch gibt es auch sehr vielfältige und artenreiche Kulturlandschaften, wie diese Weide im Biosphärengebiet Schwarzwald mit der kleinsten mitteleuropäischen Rinderrasse, dem Hinterwälder Rind. Durch Weidetiere werden ähnliche Landschaften geschaffen wie durch die während der Kaltzeiten lebenden Großtiere, die sogenannten Megaherbivoren. Diese vielfältigen Landschaften werden auch halboffene Weidelandschaften genannt. Dazu gehören auch viele Gebiete mit dem Namen Heide, wie zum Beispiel die Lüneburger Heide oder diese Atlantische Heide in Südengland. In der Extremadura in Südspanien gibt es die sogenannten Dehesas. Das sind beweidete Eichenhaine. Ursprünglich waren die Weidetiere überwiegend Schweine, wie hier auf dem Bild. Heute sieht man aber häufiger Rinder oder Schafe. Die Beweidung ist die ursprüngliche Nutzung des Graslands. Erst seit das Vieh im Winter in die Ställe kam, also in Deutschland seit 150 bis 200 Jahren, werden Wiesen auch gemäht. Mit wenig Düngung sind auch Wiesen sehr blütenreich, wie hier auf dem Bild. Diese bunten Mähwiesen sind aber heute selten geworden und europaweit geschützt. Auf mageren Wiesen findet man oft Orchideen, wie hier in dieser Feuchtwiese in Luxemburg. Äcker sind deutlich artenärmer als Wiesen, vor allem wenn sie keine Randstrukturen aufweisen, wie hier auf dem Bild aus Thüringen. Viele der in Ackerlandschaften vorkommenden Tier- und Pflanzenarten stammen aus Steppengebieten und sind bei der heutigen intensiven Nutzung auf verlorenem Posten, wie zum Beispiel der Feldhamster. In vielen Teilen Europas ist der Weinbau landschaftsprägend. In den deutschsprachigen Ländern spricht man in der Regel von Weinbergen, da die Reben meist am Hang angebaut werden, um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen. Wegen des ausgeglichenen Klimas in Wassernähe liegen an der Nordgrenze des Weinbaus viele der klassischen Weinbaugebiete in Flusstälern, wie hier an der Ahr. Der Weinbau ist zwar eine Intensivkultur wie der Ackerbau, viele Weinbaugebiete sind aber durch die besonderen klimatischen Bedingungen und durch Begleitstrukturen wie Trockenmauern und Felsen Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten. Manche landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen weisen eine geringere Artenvielfalt auf als Städte, die mit ihren Grünflächen, aber auch mit ihren Gebäuden eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen beherbergen können. Das Haus in ihrem Namen tragen Vögel wie der Haussperling, hier auf dem Bild zu sehen, oder der Hausrotschwanz.
Auf diesem Bild aus Schleswig-Holstein sehen Sie noch eine moderne Landschaftsform. Man könnte von einer Energielandschaft sprechen. Ist der Mensch die einzige freilebende Primatenart in Europa? Nein, es droht uns Konkurrenz vom Felsen von Gibraltar, wo die Berberaffen oder Margots leben. Als ich vor kurzem mit meiner Familie dort war und gerade die Warnschilder las, war schon eine Chipstüte aus dem Kinderwagen meines Enkels geklaut. Die Beschreibung des Berglands bildet den Abschluss des Kapitels über Landschaften und Lebensräume, da es alle bisher erwähnten Lebensräume in sich vereint. Im Bergland gibt es die meisten naturnahen Wälder, dort entspringen viele Flüsse als klare Bergbäche, die Felswände sind aus ökologischer Sicht mit Wüsten vergleichbar und oberhalb der Baumgrenze entwickelt sich alpines Grasland, das oft beweidet wird und daher zum Kulturland überleitet. Besonders fasziniert mich an den Bergen, dass man bei einem Anstieg vom Tal in die Höhe auf relativ kurzen Distanzen verschiedene Vegetationszonen und unterschiedliche Jahreszeiten erleben kann, wofür man sonst erhebliche Strecken von Süden nach Norden zurücklegen müsste. Selbst in einem Mittelgebirge wie dem Schwarzwald kann man im April gleichzeitig blühende Kirschbäume oder wie hier auf dem Bild austreibende Reben im Tal und schneebedeckte Gipfel sehen. Hier im Hintergrund der Feldberg. Nun noch einige Bilder zum Lebensraum Hochgebirge, der besondere Anforderungen an Pflanzen und Tiere stellt. So dient die dichte Behaarung beim Edelweiß als Schutz vor Austrocknung. Das Alpenschneehuhn ist im Sommer braun und im Winter schneeweiß, hier in der Übergangszeit. Und das Murmeltier verschläft den langen Winter. Im dritten Teil des Buchs gehe ich den Fragen nach, wo es in Europa noch Wildnis gibt und wie wir mit unserem Natur- und Kulturerbe umgehen. Wo es in Europa noch Wildnis gibt, sehen Sie auf dieser Karte. Nein, es ist nicht die dominierende rote Farbe, die kennzeichnet nämlich die Gebiete, die vom Menschen überprägt sind. Die kleinen, nicht rot gefärbten Gebiete sind Naturlandschaften oder Wildnis. Der Schwerpunkt liegt in Skandinavien, Island und Nordrussland. In Mittel- und Südeuropa sind die kleinen grünen Sprengsel kaum zu erkennen. Würde man also die Frage verneinen, dass auch Kulturlandschaften schützenswert sein können, gäbe es in Mittel- und Südeuropa nicht viel zu schützen. Ich befasse mich bei der Naturschutzverwaltung Baden-Württembergs seit vielen Jahren fast ausschließlich mit dem Schutz von Kulturlandschaften, wie hier auf dem Bild zu sehen. Trotz zahlreicher Schutzgebietsausweisungen wird der Rückgang der Artenvielfalt immer dramatischer. Das Insektensterben wurde sogar in Naturschutzgebieten festgestellt. Die für Insekten gravierendste Folge des Landnutzungswandels ist der Verlust von naturnahen und extensiv genutzten Bereichen in der immer intensiver werdenden Landwirtschaft. Von einem konsequenten Gegensteuern auf allen Ebenen, wie es erforderlich wäre, kann aber nicht die Rede sein. Dennoch gibt es Initiativen, die zumindest etwas Hoffnung machen, wie zum Beispiel die Hope Farm bei Cambridge in Südengland. Dort werden seit 20 Jahren verschiedene Methoden erprobt, um bei konventioneller Bewirtschaftung die Artenvielfalt zu fördern. Durch die Maßnahmen wurden beeindruckende Erfolge erzielt. Vögel und Insekten sind dort heute wieder deutlich zahlreicher. In meinem Buch gehe ich darauf ein, durch welche Schutzgebietsformen und welche Organisationen Europas Natur- und Kulturlandschaften geschützt werden. Als Beispiel möchte ich nur das Europa-Diplom des Europarats erwähnen, mit dem Gebiete von europäischer Bedeutung wie das Wolmatinger Ried am Bodensee ausgezeichnet werden. Es gibt auch zahlreiche grenzüberschreitende Schutzgebiete und Initiativen, von denen ich nur eine herausgreifen will, die mir besonders am Herzen liegt. Das Grüne Band Europa. Durch diese Initiative soll der Grenzstreifen des ehemaligen Eisernen Vorhangs weitgehend naturnah erhalten werden. Das Grüne Band hat eine Gesamtlänge von 14.000 Kilometern und reicht vom Eismeer im Norden Norwegens bis zum Schwarzen Meer an der Grenze zur Türkei. Der vierte und letzte Teil des Buchs ist ein kurzer Naturreiseführer durch die Länder Europas. Zunächst weise ich auf die Besonderheiten des jeweiligen Landes hin.
Danach folgen die wichtigsten Landschaften und Naturräume. Den Abschluss bilden die Lebensräume. Dabei gehe ich insbesondere auf Nationalparks und Biosphärenreservate ein. Das soll keinesfalls eine Aufforderung sein, möglichst viel und möglichst weit zu reisen, was ja zurzeit ohnehin nicht möglich ist. Die Anstrengungen zum Schutz von Landschaften und Lebensräumen können aber durch einen naturgerechten, nachhaltigen Tourismus unterstützt werden. Um Ziele innerhalb Europas zu erreichen, muss man sich nicht unbedingt ins Flugzeug setzen. Vielen Dank für Ihr Interesse.